Yo Leute, herzlich willkommen zurück zu Darksiders 3. So, wir haben es im letzten Part geschafft, den Doppelboss Wollust und Uziel zu schlagen, haben dafür ein paar Trophäen abgestaubt und ich glaube, während der Sequenz, in der wir Wollust endgültig besiegt haben, hat sich ein kleiner Fehler eingeschlichen. Entweder bei der Übersetzung. Oder vielleicht war schon im Original der Fehler drin. Und zwar hat die gute Wollust erwähnt, dass sie ihre Schwester Neid verraten würde. Und dass sie eben Fury zu Neid führen würde. Wo ich mir denke, Neid war der allererste Boss, den Fury auf der Erde bekämpft hat. Also mit anderen Worten, hätte Fury da nicht eigentlich sagen müssen, tja, ich würde auf diesen Deal eingehen, aber leider habe ich Knight schon in meiner Sammlung. Pech gehabt. Entweder eigentlich sollte. Also ich kann mir nur zwei Sachen vorstellen. Entweder die haben zu dem Zeitpunkt vergessen, dass wir Knight bereits geschlagen haben. Oder aber. Oder die Wollust wollte eigentlich eine andere Todsünde verraten. Allerdings ist das irgendwie in der Übersetzung verloren gegangen oder vielleicht war es schon im Original. Egal. Wobei ich sagen muss, ist überhaupt noch eine Schwester von ihr übrig? Mal überlegen, welche Todsünden sind jetzt überhaupt noch übrig? Wir haben noch Völlerei, wir haben noch Hochmut und wir haben noch Zorn. Ich bin nach wie vor davon überzeugt, dass wir Zorn nicht erfolgreich getötet haben, sondern dass er hier irgendwo noch rumläuft. Davon bin ich wirklich überzeugt. So. Eieiei, noch mehr verdorbene Engel. Shit. Aber das Gute ist. Wieso kann ich dem Auto Schaden machen? Was genau? Das war ohne Scheiß. Warum besitzen scheinbar manche Umgebungsgegenstände eine Schadensanzeige? Was ich auch witzig finde, dass ich nicht in der Lage bin, auch nur einen Kratzer, also einen neuen Kratzer, bei diesem Wagen hinzuzufügen. Er wurde schon scheinbar ziemlich in Mitleidenschaft gezogen, ist dreckig und so weiter und so fort. Aber ein Peitschenhieb von einer der apokalyptischen Reiterinnen? Nee. Tja, das wäre jetzt die ideale Chance gewesen für Product Placement. Dass man hier irgendeinen Autonamen drauf klatscht und auf diese Weise kann man sagen, seht ihr, unsere Autos überstehen selbst die Apokalypse. Kauft euch heute noch einen, keine Ahnung, VW oder BMW oder was weiß ich was. Jawohl, jetzt kann ich diese eitrigen Pickel endlich ausdrücken, ohne dafür einen Käfer diese Explosionspaste fressen zu lassen. Das gefällt mir. Na, komm her. Au. Miese Drecksau. Geil, mit meinen schönen Flammenangriffen bin ich so fix, dass er kaum ausweichen kann. Alter, nein, 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 warum? Warum? Scheiße, ey. Mit dem habe ich null gerechnet. Ich habe aber das Gefühl, mit dem hätte ich rechnen sollen. Oh. Okay. Yes. Okay.
Und der, komischerweise, greift mich die ganze Zeit über nicht an. Obwohl ich durchaus in seinem Sichtradius war. Muss ich nicht verstehen, oder? So, voll in die Ecke gedrängt. Oder auch nicht. Schon sind wir wieder raus. Wie auch immer ich das hingekriegt habe. Jetzt komm schon, ey. So. Oh, und der gibt mir gar keine Gesundheitsleuchte, oder was? Mist. Da ist unser großäugiger Freund. Versuch diesmal nicht zu schreien. Versuch du nicht zu sterben. Oh, Dort, das meint sie. Erzähl mir nicht, dass ich nochmal gegen das Viech antreten muss. Ich meine, beim ersten Mal konnte man nicht wirklich von Antreten sprechen. Ich habe es gerade mal dazu gebracht, mich nicht an Ort und Stelle aufzufressen. Okay. Dort geht es aber nicht wirklich lang. Jetzt wird es durchaus interessant. Lass mich raten, du lebst noch? Ja. Woher wusste ich das? Irgendwie war das offensichtlich. So, dieser Kran hier. Soll ich was damit machen? Ich könnte mir nicht vorstellen, was. Naja, jetzt auf jeden Fall ist die Sturmfähigkeit angesagt. Hui! Upsala. Wow. Nicht gut. Wow, au, au, ouch, 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 ouch. Nein! Oh. Bams! Schon. Oh. Schwein gehabt. Okay, fliegen hier noch welche rum? Okay, dieser Tentakel sah so aus, als ob er viel näher an mir dran wäre. Ich will nicht nochmal gegen das Viech antreten. Dann wiederum, das Spiel kümmert sich natürlich herzlich wenig darum, was ich möchte. L1 und X, okay, das schaltet meine Kraftfähigkeit frei. Mittelgroßes Leuchergefäß, boah, nice. Dämonenartefakt. Großes Heilungsfragment, ui. Ich glaube, das ist das erste große Heilungsfragment, das ich gefunden habe. Schön. Erst einmal erkundige ich diesen Weg weiter. Moment. Da geht's ja nicht rein. Zumindest noch nicht. Wahrscheinlich gibt... Oh! Alter! Ich wollte gerade sagen, wahrscheinlich gibt es einen... einen Schalter, der dieses Tor öffnet. Bäh. Oh, Gott sei Dank. Er hat mir das gegeben, was ich mir erhofft habe. Zurück zu meiner Flammenfähigkeit. Bei der nächsten Vulgrim-Position sollte ich im Übrigen auch wieder zu Ultan zurückkehren. Und mein ganzes Zeug upgraden lassen. Zornfragment. Okay. Das Viech sieht neu aus. Nee, doch nicht. Ist eine Engelsbestie. Eine untote Engelsbestie. Hi! Noch so einer.
Das Problem ist, mit der Anzahl an Erholung der Nephilim, die ich jetzt gerade habe, ist es relativ schwierig, gegen den Typen anzukommen. Deswegen... Ja, wobei, in letzter Zeit habe ich keine Vulgrim-Position mehr gesehen, oder? Von daher, es wäre ziemlich schwierig, wieder hierher zurückzukehren, wenn ich mich jetzt sterben lassen würde. Ah, nein, nein, nein. Okay. Ich gucke mal, vielleicht ist die nächste Vulgrim-Position ja doch relativ in der Nähe. Ich will zumindest hoffen. Also wenn ich das Ding hier zerstöre, wird mich garantiert wieder ein Tentakel packen, oder? Garantiert. Ich sollte eigentlich zurücklaufen. Weil ohne Erholung der Nephilim habe ich eher geringe Chancen. Aber ich habe keine andere Wahl. Naja, wobei, wenn ich schon einen der beiden Wege gehen muss, dann gehe ich doch viel lieber den anderen Weg, oder? Da habe ich nämlich eine höhere Chance darauf zu überleben, glaube ich. Ups. Nein, 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 nein. Falsche Fähigkeit. Ich gehe doch lieber da lang, wo dieser Bossengel rumläuft. Und die Engelsbestie. Ich meine, da habe ich wenigstens eine Chance auf einen Sieg, weil ich das Attackenmuster kenne. Bei diesem Tentakelviech, bei dem Riesenkraken, bin ich mir nicht sicher, ob er das gleiche Angriffsmuster haben wird oder ob er es ändern wird. Nein! Zu früh ausgewichen beim dritten Schlag. Ah! Scheiße. Ich glaube, die letzte Vulgrim-Position, bei der ich war, die ist ein bisschen hin, oder? So ein kleines bisschen ist die schon her. War die nicht sogar noch auf dem Schiff? Ich weiß es nicht mehr. Wenn dem so ist, dann habe ich ein kleines Problem. Na komm schon. Ja, tatsächlich. Scheiße. Ja, das wird wieder eine kleine Strecke sein. Ich habe irgendwie das Gefühl, ich habe eine Vulgrim-Position irgendwo übersehen. Wäre nicht so unwahrscheinlich. Ja, komm, beweg dich. So, und loslassen. Gut. Ach Gott, mit diesen Ladezeiten zwischendurch, das ist schon ein bisschen fies. Also was die technische Seite von diesem Spiel anbelangt, es braucht definitiv noch sehr viel Feinschliff. Ich habe mich darüber ja bereits mehrfach ausgelassen. Das sieht man ja, glaube ich, auch in dem Video von alleine, ohne dass ich da die ganze Zeit drauf hinweise. Aber von der Geschichte und von den Charakteren her, von der Erweiterung dieser Welt von Darksiders, finde ich das Spiel super. Auch vom Gameplay her super. Wenn halt diese ganzen komischen Glitches nicht wären, dann hätte ich, glaube ich, echt null Probleme mit dem Spiel. Ha. Okay, ich habe mich wohl geirrt. Die Stelle meines Todes ist doch nicht so lange her. Bam! Jesus! So, ich will zumindest den kleinen Engel erledigen.
Dankeschön. Und den auch. Scheiße. Zornangriff. Hohoho. Ich probiere jetzt einfach mal meine neue Waffe hier aus. Gefällt mir durchaus ganz gut. Yikes. Und erledigt. Diamantspatfragment. Dankeschön. So, und da ist auch schon der Ort meines Todes. Jetzt habe ich ein paar mehr Erholungen der Nephilim. Allerdings sind die Netze dahin. Ach, die Nest. Ja, die Brutstätten? Keine Ahnung. Die sind auf jeden Fall wieder da. Ja. Ich muss sie so schnell wie möglich erledigen. Okay. Hat geklappt. Merkwürdigerweise ist diesmal der Hinterhalt gar nicht ausgeführt worden, obwohl die Gegner doch theoretisch respawnen müssten. Hm. Komisch. Naja, gut. Hi. Wow, 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 wow. Das kam schneller als erwartet, ehrlich gesagt. Wow, was habe ich jetzt gemacht? Was war das denn jetzt? Irgendwie habe ich das Gefühl, ich habe, ohne dass ich ihn tatsächlich getroffen habe. Hm, egal. Unvergängliches Fragment. Oh. Hi. Autsch. Ah, nein. So, jetzt aber. Diese Sturmangriffe von den Gegnern haben alle unterschiedliche Timings. Und das bringt mich manchmal ein bisschen durcheinander. Okay. 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 Ja. Nein, 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 nein. Oh. So. Wenigstens kriege ich eine Erholung dann wieder zurück. Wow, nein, oh nein, zweiter, come on. Nein, 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 nein. Ah, das gibt es nicht. Ich bin jedes Mal mit dem Ausweichtiming so scheiße weit daneben. Oh, das kotzt mich jetzt gerade selber an. Eigentlich hätte ich den doch erledigen müssen. Ich hätte ihn erledigen können. So schwer war das nicht. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Das kann ja was werden. Für wie viel Zeit habe ich für diesen Part noch übrig? Ich guck noch mal. Na, ein paar Minuten. Puh, soll ich einen kurzen Schnitt setzen? Naja, zumindest bis ich wieder in dieser einen Fabrikhalle angekommen bin. Der ganze Weg bis dorthin ist einfach nur ein bisschen langwierig und gar nicht mehr interessant zuzugucken. So, ich bin jetzt wieder in diesem Gebäude, habe den ersten dieser Bossengel bereits schlagen können.
Mal sehen, wie gut ich mich jetzt gegen den schlage. Schlecht. Das ist die Antwort. Ernsthaft. Bei dem ersten Engel, da habe ich seinen Angriffen einigermaßen gut ausweichen können. Okay. Nein, das gibt's nicht. So, da bin ich wieder. Ich habe mir zwischendurch auch ein kleines Heilungsfragment einschmeißen müssen. Versuchen wir es noch einmal. Nein, come on! Das kann doch nicht wahr sein. Ich habe ihm bislang noch keinen einzigen Schadenspunkt zugefügt. Und trotzdem hat er mich jetzt schon in seiner Hand. Ernsthaft? Dieser dritte Schlag von ihm ist immer so zeitversetzt. Okay, Notfall. Kannst du bitte mal auf ihn fokussiert bleiben, Fury? Das gibt's ja nicht. Oh, großes Lurchergefäß und Diamantspartfragment. Dankeschön. Meine Güte. So, wenigstens habe ich noch zwei Erholungen übrig. Ein Engelsartefakt finden wir hier in der Ecke. Noch irgendetwas hier in dem Raum. Ja, da kommt dann schon der nächste große Brocken. Eine Engelsbestie. Komm hierher. Ja, feiner Junge. Dumm. Ex. Das hätte ich kommen sehen müssen. Na, das auch. Warum bin ich jetzt gerade wieder so scheiße? Ja? Steckt er fest oder was? Ha. Ja, umso besser. Jetzt hätte ich wieder meine Flammenangriffe benutzen müssen. Naja, benutze ich bei dem nächsten Gegner, bei dem es möglich sein wird. Erst einmal das Ding hier zerstören. What? Wie viel habe ich gerade? Ich habe jetzt wie viele Seelen? Alter, was war das denn jetzt für ein Sprung? Holy shit! Ach du Kacke! Wulgrim, ich habe hier was ganz Schönes für dich. Nur für dich. Oh Gott. Nicht in die Richtung. Ich möchte nicht, dass ein Kollege noch beim Kampf mit reinspringt. Kann ich ihn zufällig in das giftige Wasser rein? Ja, kann ich! Ich dachte mir, ah, jetzt gerade sprügel ich ihn auf das giftige Wasser zu. Vielleicht wirkt es ja bei ihm. Tatsache. 5000 Schaden. Bam! Holy fuck. Ah, herrlich. Das, was für mich tödlich ist, ist auch für die Gegner tödlich. Finde ich gut.
So, da drin sind jetzt ein paar kleinere Gegner, aber irgendwie habe ich das Gefühl, das soll eine kleine Falle sein, die mich in Sicherheit wiegen soll. Ach ja, ein paar schwache Gegner. Und dann kommen noch ein paar von den dickeren von oben hergesprungen. Da sehe ich schon einmal zwei von den lilanen Kapuzentypen oben hängen. Die werden bestimmt sofort runterkommen. Jetzt ist aber die Frage, was genau soll ich mit diesem Ding hier machen? Wow! Wow, 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 wow. Okay. Scheinbar soll ich es in eine bestimmte Richtung pushen. Irgendwo hin, wo es mir halt ist. So, jetzt habe ich wenigstens wieder Erholung der Nephilim. Nein, 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 nein. Ja, richtige Richtung. Ich liebe es. Ich liebe es. So kann es ruhig den ganzen Tag gehen. Die starken Gegner alle da über die Reling springen lassen. Sozusagen. Schön über die Kante. Runter in diese giftige Suppe. Großes Heilungsfragment. Sehr schön. So, das Rolltor kann ich bestimmt erst dann öffnen, wenn ich hier irgendwo irgendeinen Schalter finde, der sich natürlich nicht direkt neben der Tür befindet. Warum sollte er auch? Tja, oder ich benutze das Viech dort unten einfach später als Plattform. Wahrscheinlich einfacher. Aber komme ich da überhaupt hoch mit meiner Flammenfähigkeit? Ja, tatsächlich. Ha. Huh. Also mit diesem Ding als Basis. Okay. Hä? Weiter geht's nicht? Bei normalen Angriffen, ja, rührt es sich kein Stück. Okay. Jetzt aber. Und da wieder bitte. So, jetzt sollte es doch funktionieren. Yes! Oh, das ist der Weg hier hoch. Okay. Ich hätte jetzt gedacht, ich hätte hier irgendeinen alternativen Weg gefunden. So, Delle. Und was genau soll mir dieses Ding jetzt bitte schön bringen? Jetzt ist es dort unten und ich könnte es theoretisch benutzen, um wohin zu kommen? Davon abgesehen, noch nicht einmal hier oben befindet sich ein Schalter für dieses Rolltor. Außerdem höre ich hier noch irgendwas in der Nähe. Wo kommt dieses Leuchten her? Das ist das typische Geräusch, wenn ein Item hier in der Nähe ist. Wo zum Teufel muss ich hin? Moment. Großes Löchergefäß, ja, schön und gut, nach wie vor. Die Frage ist immer noch die gleiche. Ah, wahrscheinlich komme ich da erst dann ran, wenn ich diese blaue Wandsprung oder Wandlauffähigkeit oder was weiß ich was habe. Vorher wird das, denke ich mal, nichts. Ja, jetzt kann ich das Viech dazu benutzen, um hier rumzuschweben, oder was? Ups. Nein, bleib hier, bleib hier, bleib hier, bleib hier. Ah, ich könnte ja dort vorne beispielsweise. Moment mal. Wenn ich mich an den Rand von dem Viech bewege. Nee, auf diese Weise kann ich es auch nicht steuern.
Ich hatte gehofft, es wäre so simpel, dass ich es einfach dorthin schicke, wo ich gerade hingucke. Nope. Über den See kann ich es auch nicht schicken, also gehe ich stark davon aus, ich werde es hier wahrscheinlich gebrauchen können. Denn ich habe dort oben bereits einen Eingang gesehen. Eine Musik, als ob ich einen besonderen Weg entdeckt habe. Was? Woher weißt du das? Eine Leere umgibt sie. Spürst du sie nicht? Mit nichts vergleichbar. Die Abwesenheit der Hand des Schöpfers. Okay. Also mit anderen Worten, hier kommt gleich ein optionaler Boss. Um ganz ehrlich zu sein, den will ich mir für später aufheben. Ich habe jetzt 22.000 Seelen. Ich will jetzt nicht in das Risiko laufen, diese zu verlieren. Ich habe jetzt 3 Erholungen der Nephilim. Das bedeutet, ich kann mich durchaus hoffentlich gegen diesen Riesenkraken bewähren. Oh, scheiße. Nein, 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 nein. Dumm. Das war unglaublich dumm. Boah, ey. Da spreche ich gerade eben noch davon, dass ich mich nicht in den Tod stürzen will. Und was mache ich? Ohne die Sturmfähigkeit mich direkt in diese schöne, leckere Suppe reinbegeben. Ein schönes Bad nehmen. Ja, herzlichen Glückwunsch. Ach, Mann, ey. Hier haben wir wieder was. Ein kleines Löchergefäß. Okay. Ich glaube, dieses Schiff kann ich auch aus dem Gebäude heraus betreten. Schauen wir doch einfach mal. Und ich glaube, das Spiel verlangt von mir, dass ich beim Kampf gegen diesen Kraken eventuell meine Kraftfähigkeit benutze. Weg. Ah, ich dachte, in dem Moment, in dem ich das zerstöre, greift das Viech nach mir. Okay. Was ist das? Seine Schwachstelle? Davon abgesehen, dort unten ist ja tatsächlich noch eine Kleinigkeit. Komme ich da ran? Ist hier irgendwo ein kleiner Eingang, wo ich reinkriechen kann? Nö. Nichts dergleichen. Komm hoch jetzt. Ach, ich will aber jetzt nicht gegen das Viech antreten, ehrlich gesagt. Oh oh. Ernsthaft? Es ist in die Unterwasserhöhle geflohen. Hinterher! Muss das sein? Ja, sofort! Okay. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet, dass wir es in die Flucht schlagen. Ich dachte, wir werden es richtig an die Tentakel pissen und dann müssen wir wieder kämpfen. Schön, dass es nicht dazu gekommen ist. Außerdem habe ich gerade die Trophäe Armalarm freigeschaltet. Hehehe, nett. Dämonenartefakt. Bitte sag mir, dass der Vulgrim hier irgendwo in der Nähe ist. Bitte. Also, ist dieses Viech tatsächlich die nächste Todsünde? Dann kann es sich ja nur um Völlerei handeln. Au! Alles klar. Wir sind einen schönen Kreis gelaufen. Alles klar. So, Vulgrim. Sei gegrillt. Jetzt gibt's keine bessere Möglichkeit. Es gibt keine bessere Möglichkeit als jetzt, dir deine Artefakte abzukaufen. Davon abgesehen, hat er jetzt mehr gekriegt? Kann es sein, dass jedes Mal, wenn ich in der Story so ein bisschen vorankomme, er mehr Engels- und Dämonenartefakte zu verkaufen hat? Eine kluge Entscheidung. Sieht verdammt danach aus. Eine kluge, wie du willst. Eigentlich hätte ich erst die Level-Ups kaufen sollen. Wird uns beiden Spaß machen. Ja, 7800. Jetzt habe ich gerade zu wenig. Für ein zweites. Gucken wir uns nochmal die ganzen Sachen hier an. Glühende Überreste, die lasse ich über. Ah ja. Reicht das? Ich weiß es nicht. Alter, mittelgroßes Löchergefäß. Großes Löcher. Alter, 10.000! Himmel! Ich weiß, davon habe ich in letzter Zeit einige eingesammelt, aber ich habe nicht damit gerechnet, dass die so voll an Seelen sind. Holy shit! Ey Leute, ich bin reich.
Ich bin reich. Ich nehme vorsichtshalber noch eins davon. Sei gegrüßt, das wird uns beiden Spaß machen. Wie so. Du willst. Oh. Alter Vater, ey. So, erst einmal Magie wieder erhöhen. Zack. Und jetzt wieder Gesundheit. So. Hoppala. Nochmal auf die Zeit gucken. Oh, wow, 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 wow. Ich habe jetzt ein bisschen überzogen, oder? Ja, ein bisschen ist gut. Shit. Ah, das wird wieder ein Part in Überlänge sein. Egal. Egal, egal. So. Wisst ihr was? Wenn der Part schon Überlänge hat, dann kann ich ja noch eine weitere Sache machen. Lass dir Zeit. Und zwar nach Haven zur Schmiede des Erschaffers zurückkehren und dort noch einmal ordentlich alles upgraden, was upgradebar ist. Und wisst ihr was? Ich werde jetzt auch genügend Seelen benutzen, um sämtliche Artefakte von Vulgrim zu kaufen. Damit er in der Hinsicht ein leeres Inventar hat. Denn ich kann es mir leisten, mehr als nur leisten. Und für was Besseres kann ich sie gerade, glaube ich, eh nicht ausgeben. Ich meine, klar, ich könnte sie für eine Handvoll Level-Ups ausgeben. Aber die, da will ich lieber versuchen, meine Waffen und Verbesserungen irgendwie aufzuwerten. Das bringt, glaube ich, mehr. Gut, ich glaube, hier kann ich die Dämonenstärkung reinpacken. Ist ja die einzige Verbesserung, die ich ersetzt habe kurzzeitig. Da kann ich sie jetzt wieder in diese neue Waffe reinpacken. Lesen wir das noch einmal kurz durch. Verachtung, der Griff, den Fury immer bei sich trägt. Verachtung wurde vor langer Zeit vom... Achso, ja. Die Kraftfähigkeit erlaubt die Bündelung und präzise Fokussierung von Energie für konzentrierte Angriffe. Wenn Verachtung die Gestalt eines riesigen Hammers annimmt, kann Fury die Abwehr ihrer Gegner zerschmettern und erheblichen Schaden zufügen. Oh yes. So. Ich weiß nicht mehr genau, wie viel er jetzt noch an den ganzen Sachen hat. Ich gucke es mir lieber erstmal an. Dann weiß ich schon einmal, wie viel ich an den Seelen zerquetschen muss. Okay, 18.000. Ich brauche 18.000 Seelen insgesamt, um ihm alles abzunehmen. Sollte doch einfach zu erreichen sein. Guckt euch mal an, wie viel ich hier habe. Okay, ich will natürlich nicht alle auf einmal zerschmettern, deswegen mache ich das schön einzeln. Ich werde gleich bei 18.000 sein und trotzdem habe ich noch scheiße viel. Unglaublich. Guck euch das an, ey. Sei gegrüßt. Ich war in letzter Zeit wohl viel zu sparsam, was das angeht. Und ich glaube, ich werde es auch tatsächlich bis zum Ende des Spiels sein. Ich habe es euch ja gesagt, ich werde die ganzen Sachen frühestens dann alle verbrauchen, sobald ich Hochmut herausfordern kann. Eine kluge Entscheidung. Eine kluge Entscheidung. Wie du willst, lieb wohl vorerst. Ja, ja. Damit hätten wir jetzt alles an upgradebaren Sachen bei uns, was wir gebrauchen könnten. Vor den guten Ultern. So, mein lieber schwarzer Hammer. Wie kann mein Hammer, da möchte wohl jemand mächtig austeilen. Oh ja. Von den Splittern brauche ich tatsächlich noch ein paar. Vielleicht sollte ich zwischen diesem Part und dem nächsten ein bisschen wieder im Untergrund farmen gehen. An der Stelle, wo ich ja schon mal Seelen gefarmt habe. Vielleicht auf diese Weise bin ich eigentlich vorher schon ziemlich gut an die Diamantspartsplitter gekommen. Deswegen... Damit ich meinen Schlegel auch auf über plus 4 kriegen kann. Oi, und genau richtig, um meine Peitsche auf plus 8 zu machen. Eines meiner besten Stücke. Oh ja. Was noch? Ich würde sagen, die Ketten der Verachtung, ja. Ich hab dich nicht für möglich gehalten, aber jetzt bist du noch tödlicher. Und die Lanze auch. Oh, damit wirst du ordentlich Verwüstung anrichten. So. Und eine Verbesserung kann ich auch besser machen. Was ich für dich tun kann. Oi, 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 oi. Ah, ein Engelsartefakt genug, zu wenig, um das hier auf ausgewogen zu erhöhen. Was ist das überhaupt? Ach, naja, das möchte ich eher weniger. Was noch? Ah, Wahrscheinlichkeit auf einen Gesundheitslurcher. Stimmt, da war ja was. Und hier? Dauer der Chaosgestalten. Ne. Der Obscurus generiertes Chaos durch die Waffe. Ah, Unverwundbarkeitsfenster beim Ausweichen. Stimmt, das war ja ziemlich gut.
Das würde ich definitiv gerne nehmen. Stücke. Das Unverwundbarkeitsfenster eben erhöhen. So. Genau, dann habe ich jetzt zwei beim Dämonenpfad und zwei beim Engelspfad. Oder? Moment. Huch. Oh, unten, oben. Ja, passt. Gut. Ja, was soll ich dann am besten noch verbessern? Engelsräuber. Ja, Wahrscheinlichkeit auf Gesundheitsschläucher. Warum nicht? Warum nicht? Das hier könnte ich auch noch erhöhen. Physischer Schaden und Magieschaden mit der Waffe erhöhen. Oder ich erhöhe die Dauer der Chaosgestalt. Ja, komm. Oh, damit wirst du ordentlich Verwüstung anrichten. Warum nicht? Okay. Und jetzt entweder erhöhe ich den Schaden mit meinem Hammer. Oder die Dauer der Chaosgestalt, wenn ich welche Form aktiv habe. Bleibt ja eigentlich nur die Blitzgestalt übrig, oder? Habe ich das bei Erlösung reingepackt? Ich weiß es nicht mehr. Also entweder Dauer der Chaosgestalt erhöhen oder Wahrscheinlichkeit... Nee, Quatsch, das kann ich nicht. Oder physischer Schaden und Magieschaden mit der Waffe erhöhen, mit dem Hammer. Ich glaube, ich nehme die Dauer der Chaosgestalt. Hätte ich nicht für möglich gehalten, aber jetzt bist du noch tödlicher. Ja. Oh, und ich brauche eine weitere Essenz eines Auserwählten. Stimmt ja, da gab es ja noch etwas. Interessant. Habe ich vollkommen vergessen. Okay. So, jetzt sind wir aber perfekt aufgerüstet, würde ich sagen. Zwischendurch werde ich noch einmal, wie gesagt, beim Untergrund vorbeischauen und auf diese Weise ein paar Diamantspatschblätter erfarmen, damit ich meinen Hammer auch etwas weiter aufwerten kann. Gut, Leute, an dieser Stelle auf jeden Fall vielen lieben Dank fürs Zusehen. Lasst mir gerne einen Daumen nach oben und einen Kommentar da, falls es euch gefallen haben sollte. Habt ihr es schon bei einigen meiner Videos getan, ist es euch ja vielleicht schon ein Abo wert. Nichtsdestotrotz, danke fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao!